Nicht nur in Glücksburg zählt die Amsel zu den häufigsten Brutvögeln und gehört wie selbstverständlich in das Bild unserer heimatlichen Natur. Bei unserem Brutpaar in Meierwig hat das Weibchen aus Zweigen, Moos und Lehm in einer Hecke dicht an der Uferlinie der Flensburger Förde ein Nest gebaut und in 14 Tagen 3 Eier ausgebrütet. Am 3. Lebenstag zeigen die Jungen sich mit kräftigem Appetit und halten die Altvögel gut auf Trab. Man ist beeindruckt, welche Menge an Würmern in einem kleinen Schnabel verschwindet. Alle Aufnahmen am Nest wurden mit zuvor festmontierten ferngesteuerten Kameras gemacht, die keine Störung der Vögel verursachten. Mitte April ist es in diesem Jahr noch recht kalt, mit Nachtfrost und einstelligen Tagestemperaturen. Das Weibchen wärmt die Jungen daher nach der Nahrungssuche stets wieder schnell. Während ausschließlich das Weibchen die Jungen wärmt, ist das Männchen dauerhaft auf Nahrungssuche. Gefüttert werden von beiden Altvögeln vorwiegend Regenwürmer und Insekten. Und dann ist das Männchen auch schon wieder unterwegs. Das Weibchen hält das Nest sauber, mit der strengen direkten Abfolge Wurm rein, Kot raus. Etwas wärmen und dann selbst mit auf die Nahrungssuche. Dieses etwas lange Exemplar muss allerdings erst einmal in einem Schnabel untergebracht werden. Ich habe mitgezählt. Ganze 11 Mal wechselt der Empfänger, bis der Wurm endgültig angekommen ist. Geschafft. Und wieder Fütterungswechsel mit dem Männchen. Das war wohl noch nicht genug. Es wird aber gerecht abgewechselt und so bekommt jeder etwas ab.
Am fünften Tag sind die Augen der Jungvögel langsam geöffnet und alle drei entwickeln sich prächtig. Immer wieder zwischendurch bringt das Weibchen das Nest in Ordnung, was den Jungvögeln überhaupt nicht gut gefällt. Endlich ist wieder Ruhe im Nest und ein Jungvogel genießt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen seines Lebens. Da ist auch schon das Männchen wieder mit den nächsten Würmern. Am sechsten Lebenstag sind die Jungvögel schon kräftiger, kommen viel weiter hinaus, um den Schnabel möglichst als erster nach oben zu strecken. Man kann von Tag zu Tag deutlich ihre Entwicklung sehen. Und schon wieder Hausputz. Das Weibchen gönnt sich mal einen kleinen Moment Ruhe. Doch plötzlich wird sie jäh von dem lauten Geschrei des Männchens aufgeschreckt. Der Sperber hat sich pfeilschnell auf das nach Futter suchende Männchen gestürzt, die Federn fliegen und ich habe zunächst gedacht, dass dies sein Ende ist. Durch Glück kann es sich aber unter die Holzterrasse flüchten, sodass der Sperber es nur mit einem Fang ergreifen kann. Durch die heftige Gegenwehr gelingt es ihm nicht, die Amsel herauszuziehen. Diese Gelegenheit nutze ich und springe ihr zur Hilfe. Erst nachdem ich bis auf ca. 50 cm herangekommen bin, lässt der Sperber los und ergreift die Flucht. Die Amsel flüchtet in entgegengesetzter Richtung. Zunächst ist unklar, wie schwer sie verletzt ist, zumal sie beim Kampf erhebliche Federn verloren hat. Aber nach einiger Zeit taucht sie vorsichtig wieder auf und beginnt erneut, die Jungvögel wie selbstverständlich zu füttern. Und auch das Weibchen hat sich von dem Schreck erholt und füttert eisern weiter.
Bei dem Proteinangebot kann mit dem Wachstum ja nichts schiefgehen. Am achten Tag regnet es dauerhaft und bei Tagestemperaturen von 7 Grad sind die Jungen nass und frieren, wenn das Weibchen auf Nahrungssuche ist. Aber zur Entschädigung gibt es reichlich Nahrung. Der sofort nach der Nahrungsaufnahme abgegebene Kot wird auch am achten Tag noch konsequent von beiden Altvögeln gefressen und nicht weggetragen. Nun müssen die nassen Jungvögel erst einmal wieder unter die warmen Federn des Weibchens. Sie machen schon einen sehr wachen Eindruck und der Flaum ist den ersten Federkielen gewichen. Das Männchen ist von dem Kampf mit dem Sperber noch leicht zerzaust und hat einige Schwanzfedern verloren, aber ansonsten geht es ihm gut. Am Morgen des 9. Lebenstages ist zunächst alles wie immer. Es wird gefüttert und die Jungvögel warten dazwischen allein im Nest. Doch diesmal bin ich nicht rechtzeitig vor Ort. Als ich nachmittags zum Nistplatz komme, hat das Drama bereits seinen Lauf genommen. Der Sperber ist zurückgekehrt. Nun hat er diesmal nicht die Altvögel erwischt. Das Nest ist leer. Alle drei Jungvögel gefressen. Das Weibchen ist völlig durcheinander, fliegt aufgeregt rufend mit Futter im Schnabel hin und her. Aber das Nest bleibt leer. Die Jungen sind für immer verloren. Es ist das Gesetz der Natur, fressen und gefressen werden, der Erhalt des ökologischen Gleichgewichts. Natürlich ist es schön, dass die Natur in Meyerwick auch den Sperber zu den Brutvögeln zählen darf. Und auch im Nest der Sperber warten Junge auf ihre Nahrung, um zu überleben. Aber im Herzen tut es trotzdem erstmal weh. Die Brutperiode ist aber noch jung und die Amseln werden sicher noch eine weitere Brut beginnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück, Ihre Jungen sodann gesund in die wunderbare Natur der Bucht von Meyerwick entlassen zu können.